Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Part hier bei Night of the Dead. So, ich habe mich jetzt extrem gefreut auf die Aufnahme hier, weil ich mache ja jetzt wieder eine Aufnahmesession und den Part von gestern habe ich quasi heute Morgen aufgenommen. Jetzt ist nachmittags, ich habe jetzt endlich Zeit, dass ich mich drüber mache und noch ein kleines bisschen mehr aufnehme und da habe ich mich jetzt echt drauf gefreut. So. Wir wollten auf jeden Fall hier mal upgraden und für den Upgrade brauche ich allerdings, muss ich das da erstmal abbauen, dass ich da überhaupt hinkomme, ne? So, aber ich möchte auf jeden Fall hier einen Upgrade machen für die unteren Teile. Und ich denke mal, ich muss die Teile hier abreißen und auch das Podest unten drunter abreißen, dass ich da hinkomme. Weil ich glaube, das habe ich noch nicht gemacht, aber ist auch egal. Bisschen Material kriege ich ja wieder zurück. Ansonsten stelle ich es halt einfach wieder hin. Jawohl, verzwirbel dich. Ja, da muss ich auf jeden Fall upgraden. So, jetzt muss ich natürlich gucken. Moment, erstmal ein anderes Ding in die Hand nehmen. So, Upgrade. Oh, habe ich sogar schon alles? Alles klar, dann machen wir das doch so. Perfekto. Was will ich mehr, ne? Ich glaube aber, das Ding habe ich schon. Das ist schon upgraded. Müsste ich von vorne eigentlich sehen. T-Upgrade, ist das da? Das ist jetzt die Treppe, die aufleuchtet, oder? Ja. Na, ich bin mir nicht einmal sicher. Nee, das ist noch gar nicht upgraded. Aber okay, was soll man machen? Dann muss ich eben das Ding hier jetzt auch nochmal abbauen, weil ich möchte es auf jeden Fall, nimm deinen Hammer in die Hand. Ich möchte es auf jeden Fall da unten fertig machen. Ich will hier nichts einfach so lassen. So, schauen wir mal. Wir müssen es zum einen reparieren. Und nicht abreißen, bitte, sondern upgraden. Und uns fehlen 4 Ziegel. Gut, die Ziegel sollten jetzt kein Problem sein. Die können wir hier herstellen. Ziegel, Ziegel. 4 Stück brauchen wir da. Ich mache jetzt halt auch immer nur das, was ich tatsächlich brauche. Also ich möchte jetzt nichts in Masse herstellen und am Ende fehlt mir dann für irgendwas Bestimmtes das Material. Ich mache das jetzt so nach und nach. So. Wir brauchen... Jetzt echt, oder? Du wagst dich daher? Jetzt muss ich es ja schon wieder reparieren hier. Nee, das mache ich noch nicht. So, wir gehen auf Build, Modul und dann setze ich nämlich da auch wieder die Teile hin. Wobei ich noch nicht weiß, ob ich die überhaupt brauche, ne? Aber ist egal. Machen wir jetzt. Ich will auf jeden Fall hier wieder das Geländer auch haben, weil ich glaube, die Teile, die kann ich da nicht hinsetzen. Oder kann ich die hinsetzen? Eigentlich schon, ne? Wenn ich die Snap-Mechanik rausnehmen, dann könnte ich sogar die Dinger da hinbauen. Das wäre noch nicht einmal so schlecht. Aber warte mal, dann geh erst einmal, geh nochmal raus, geh auf die 7, bau den Ding hier ab. Ja, genau, das Geländer. So, dann kann ich nämlich hier auch die Schutzmauer bauen. Und die ziehe ich, ja, die lasse ich schon da. Ist so nah ran, wie es geht. So. Geh nochmal zurück. Schauen wir uns das einmal an. Jawohl, das ist doch perfekt. Erneut laden. Nee, brauche ich noch nicht. Ich brauche es noch nicht laden. Das wäre jetzt der Weng. Zu übertrieben. So, upgraden. Wie kann ich das denn upgraden? Nimmt keinen Feuerschaden. Alles klar, dann aktualisieren wir das gleich. Was gemacht ist, ist gemacht, ne? Die Dinger sollte ich trotzdem auch upgraden. Das heißt, ich brauche jetzt halt 8 Ziegel auf jeden Fall. Kann ich so viel machen? Ja. Das wäre jetzt halt auch blöd, ne? Wenn das nicht ginge. Aber gut. Die Teile, die bleiben ja auf jeden Fall stehen. Im Grunde wird da meine... Ich sag jetzt mal, so ein paar Ausrüstungsdinger oder vielleicht ein paar Kisten oder sowas draufkommen. Ich weiß halt nicht genau, wie weit das Ganze läuft.
Warte mal, schau mal bitte da drauf. Bau mal bitte das Geländer ab. Und auch bitte das Geländer da unten. Genau das da. Ich hoffe immer, dass das wirklich das Richtige abreißt. Nicht, dass ich hier irgendwas mache und am Ende ist es dann doch das Falsche. Das wäre nicht das erste Mal, dass mir das passiert. Okay, wir gehen nochmal hier drauf. Ah, und ich habe es mir gedacht, dass das nicht geht. Ich muss tatsächlich, dass die da nicht durchbrechen. So, warte mal, die da habe ich ja alle abgegradet. Die müssten alle Ding sein, weil das habe ich ja gemacht, bevor ich es aufgerüstet habe. Also kann ich einmal das da hinstellen. Und daneben dann gleich das da. Ja, da kommen die ja eh nicht durch, also von daher. Zack, so. Dann Upgrade. Aktualisieren. Und dann das da auch gleich. Alles, was ich jetzt abgegradet habe, muss ich schon später nicht mehr machen. So, auch die Teile würde ich. Ne, die würde ich jetzt mal lassen. Wenn die mir abfackeln, ist es mir egal. Mir sind eigentlich die Teile hier vorne wichtig. Weil das ist ja. Oh, ich brauche viel mehr von diesen Ziegeln. Das ist Wahnsinn, ne? So, aber jetzt warte mal. Geh erst einmal da hoch. Ups. Dann nimm dein Hämmerchen in die Hand. Dass du das dann nochmal abreißen kannst. Leider, aber muss sein. Dann tun wir den Bock hier abreißen. Und wir reißen auch diese Treppe hier ab. Du nimmst keinen Fallschaden? Nein, nimmst du nicht. So. Wir brauchen nochmal 8 von den Ziegeln. Jetzt muss ich mal gucken. Für die Ziegel brauche ich hauptsächlich den normalen Stein, ne? Also, machen wir jetzt mal die 8 Stück. Dass ich die zwei Teile hier upgraden kann. Zumindest habe ich einiges an Zement einstecken. Das ist ja auch schon mal was. Alles halt nur gefunden beim Looten. Also Looten ist wirklich sehr wichtig. So, dann würde ich gerne hier die nächste Mauer ziehen. Mal schauen, inwiefern ich die ein bisschen weiter rüber dahin. So. T-Upgrade. Aktualisierung. So, damit haben wir nämlich schon mal hier den kompletten Eingangsbereich um einiges verschönert. Ja, wenn da draußen welche sind, die so leicht haben es die nicht. Okay, ich bräuchte zum Upgraden nochmal 5 Ziegel. Nein, nicht da, sondern da bitte. 5-mal Ziegel. Kommt sofort. Weil dann kann ich nämlich das Ding auch gleich mal upgraden. Ich lasse die Sachen auch da stehen, ne? Also sollte da nicht irgendwas kaputt gehen davon, dann lasse ich die Sachen da stehen. Das ist mir egal. Außer ich habe wirklich so viel Matz, dass mir das Zeug schon zum Hintern rausfliegt, dann. Ne? So, wir haben hier jetzt dann auf jeden Fall Klebeband, Benzin und sowas, was wir herstellen können. Das ist ja auch schon mal gut. So, Fallmaschine. Dafür brauchen wir Zahnräder. Jawohl. Können wir sogar herstellen. Ich würde sagen, wir machen gleich mal 3 Stück. Ich hoffe, ich kann auch 3 Fallmaschinen herstellen. Jawohl. So, dann gucken wir mal, was wir noch an Mats brauchen, dass wir hier nochmal 3 Spikes herstellen. Ich muss im Übrigen auch mal zu den Fallen hinschauen. Ne? Warte mal, mach dein Snap-Ding wieder an. Einmal. So, hier fehlt mir jetzt Seile, ne? Was soll es denn sonst sein? Seile ist eigentlich ständig irgendwas, was ich brauche, ne? Tja, Seile. Oh, da könnte ich auf jeden Fall gleich mal 20 Stück herstellen. Weil das geht. Das ist gut. So. Gehen wir hier nochmal drauf, bauen. Und ich denke mal, dass das jetzt ja schon mal eine echt gute Abwehr ist gegen
den einen oder anderen, der hier versucht reinzukommen. Also wenn nicht durch die Pendel, dann durch die Spikes, weil das sind 3 Stufen Spikes, die da erst einmal überbrückt werden müssen. So, wir schauen mal ganz kurz hinter an die Fallen und ich hoffe, dass ich da das ein oder andere Brauchbare dabei habe. Oh, und ich bin voll. Warum bin ich voll? Tee, alles nehmen. Warum ging das jetzt nicht? Ich bin doch... Ah, jetzt bin ich auf jeden Fall voll. Warte mal. Ich brauche eh noch Ziegel. Da komme ich nicht drum rum. Also Ziegel sind wirklich etwas, was ich brauche ohne Ende. Aber ich habe nur noch 4 Steine. Kann ich denn Steine auch irgendwie herstellen? Weil ich habe so viel Felsbrocken, aber... Boah. Warte mal, die Dinger hier. Mist wird für die Landwirtschaft verwendet. Herstellen, Werkbank. Warte mal, kann ich hier vielleicht zumindest noch... Nein, 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 nein. Was hast du jetzt gemacht? Ich will nicht... Aufbewahren will ich. So, jetzt... wir könnten hier mal reintun. Den Sprit. Ach so, das geht ja nur mit Rechtsklick. Den Sprit, das da. Wir können hier reintun noch Blätter. Wenn mir irgendwas fehlt, dann tue ich das einfach wieder rausnehmen und fertig. Wir können reintun vielleicht mal das Holz. Oh, warte mal, geh mal vorne an die... Zum einen das da, forschen. Wir schauen jetzt mal, was wir forschen können. Wir haben 118, ne? Ich weiß nicht, inwiefern der Gourmet sinnvoll ist. Ich würde sagen, den Zerstörung von Eisen, zusätzlichen Schaden an Eisen plus 20, das sollte man eigentlich machen, dass wir da wesentlich schneller sind. Und dann wollte ich auch noch den Baumeister eigentlich machen. Materialien für Gebäude aus Stein minus 20%. Wäre auf jeden Fall sinnig, ne? Ja, Schmied kann ich nicht machen, weil das kostet schon zu viel. Und das kann ich auch nicht machen, kostet schon zu viel. Aber ist egal. Dann gehen wir mal dahin. Was können wir aufrüsten? Gar nichts. Ich würde gerne die Munitionstasche aufrüsten. Dazu brauchen wir ein Klebeband. Klebeband. Hier. Herstellen. So, anscheinend bin ich aktuell jetzt nicht mehr so verpeilt. So, wir haben die Munitionstasche aufgerüstet und dadurch kriegen wir natürlich auch schon mal wesentlich mehr unter, ist ganz klar. So, aufbewahren. Ich würde, warte mal, wir haben doch da eine Kiste gehabt beim Kochen hier noch. So, tun wir mal die Essenssachen, insofern es da reingeht, tun wir mal da rein. Okay. Okay. Kann ich die upgraden? Da bräuchte ich nochmal 2 Nägel und bearbeitetes Leder, ne? Schauen wir mal. Ist das die einzige Kiste, die ich habe? Okay. Nägel. Da machen wir gleich einmal 10 Stück. Bearbeitetes Leder. Brauche ich natürlich Kaninchenpelz, ne? Wie sollte es auch anders sein? Habe ich Kaninchenpelz hier? Nein, habe ich nicht. Habe ich Kaninchenpelz da? Schweinehaut, Wolfspelz. Wildschweinpelz, Rehpelz. Wie, habe ich kein Kaninchen da? Na gut. Wir schauen mal nochmal hinter zu den Fallen. Noch ist ja nicht kritisch und ich fühle mich eigentlich schon recht sicher hier. Erfolgen, das müsste aber ein Kantikel sein, ne? Ich soll eh nochmal eine kleine Tierfalle herstellen. Also von daher kann ich das dann natürlich auch gleich mal machen. Geh mal auf Bauen. Falle. Kleine Tierfalle, fehlen mir 20 Blätter. Und es war ganz geschickt, dass ich das schon in die Kiste habe. Sorry, dass ich jetzt so viel rumlaufe. Aber ist halt, man kann halt nicht alles tragen. Das ist halt das Blöde, ne? So, nimm halt wenigstens einen Stapel mit. Das ist doch schon mal gut. So, mach nochmal.
kleine Tierfalle bauen. Spiel gespeichert, ne? Das ist doch mal nice. Ich würde sagen, wir stellen hier gleich die nächste her. Das ist doch total egal. So. Dafür haben wir... Stelle Fallenmaschine bei Werkbank her. Oh, was haben wir denn da? Einen Wolf? Cool. Und da haben wir nochmal einen Fuchs. R. Gleich nachladen. So. R füttern. Achso, gefangen haben wir leider nichts. Macht dir nichts. Da, 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 da. Einmal laden, bitte. So. Ich würde vielleicht hier sogar, wenn noch eine Falle geht. Da bräuchte ich ein Zahnrad dafür. Aber ich würde auf jeden Fall nochmal eine kleine hersetzen. Da kann ich die nicht hersetzen. Die müssen auf jeden Fall auf grün sitzen anscheinend. Ah, nächste schon rein, ne? Das ist doch super. Man sieht aber auf jeden Fall, dass es total unerheblich ist, wo die Fallen sitzen. Man muss die jetzt halt nicht hier sonst wo verteilen. Das geht auch direkt neben der Basis. Was ich natürlich sehr befürworte, muss ich sagen. So, tja, Leder kann ich noch nicht machen. Ich könnte zumindest das schon mal... Soll ich es vielleicht gleich mal machen? Es sind zumindest zwei, die ich herstellen kann, ne? Das wäre jetzt halt eigentlich nicht so dramatisch. Warte mal, wie kann ich denn jetzt eigentlich die Dinger hier einsetzen? Wird verwendet, um Forschen herzustellen. Erhalten Beute. Muss ich das dann da machen? An dem Forschungstisch? Zubehör? Fingerboxer? Tierjäger? Irgendwo waren doch auch Dinge, wo ich... wo ich dieses Forschungsbücher brauche. Da brauche ich zum Beispiel Polymerchemie. Habe ich aber nicht. Es könnte durchaus sein, dass es dann weiter hinten kommt, oder? Es wäre möglich, ne? Lebensmittelforscher ist es nicht. Es wird, wenn dann, was mit der Jagd zu tun haben, oder? Erfahrener Porter, da bräuchte ich halt 150, ne? Anfängerjäger, das wäre schneller plündern, was auf jeden Fall interessant wäre. Fertigkeiten. Baumeister. Kampf. Vielleicht hier irgendwas. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, wo die Bücher eingesetzt werden. Neuling, Achso. Irgendwas anderes. Zubehör. Weitsprung, Champion. Ich weiß es nicht. Das ist halt schon etwas, ne? Architektur wird verwendet, um Forschen herzustellen. Erhalten Beute. Tja. Keine Ahnung, wie ich das mache. Ihr könnt es mir ja gerne mal in die Inventare... In die Kommentare schreiben. Nicht in die Inventare, sondern in die Kommentare. Katapultstein, Holzschild. So. Materialtasche wäre auch ganz interessant. Da hätten wir auch mal ein Klebeband. Klebeband. Was kostet mich das? Ein Gummiring, ne? Warte mal, ich mache mal zumindest schon mal zwei. So. Materialtasche herstellen. Und so, eine Munitionstasche, da brauche ich natürlich nochmal einen Wildschweinpelz. Aber warte mal, Wildschweinpelz hat man doch. Hier, Wildschweinpelz. Nehmen wir doch mit. Ist doch perfekt. So, warte mal. Du kannst da noch mit rein. Du kannst da mit rein. Wir werden erstmal auf. Was? Hier, du warst es, ne? Fuchspelz.
Jetzt hätte aber ich gedacht. Okay. Sorry, was habe ich jetzt dann da gelesen, bitte? Warte mal, ich schaue auch mal wegen den Waffen nach. Weil man kann ja auch die Waffen aufrüsten, ne? Das ist recyceln. Spitzhacke zum Beispiel. Würde mehr Schaden machen? Spitzhacke zum Erzabbau herstellen, handgemacht. Ich weiß natürlich nicht, inwiefern das dann sich aufs Farmen auswirkt, ne? Da bräuchte man Kaninchenpelz. Auch Kaninchen. Kaninchen. Da brauchen wir überall Kaninchenpelz. Ein Holzschild habe ich ja schon. Hm. Na gut. Dann schauen wir, dass wir hier weiter upgraden. Also wir brauchen hier auf jeden Fall noch einiges an Dings, an Steinen. Von daher, lasset uns mal losziehen. Jetzt echt, oder? Ups, hat mich auch erwischt. Ich hätte jetzt natürlich den auch so erledigen können, aber... Also einfach mit dem Messer. Aber ist egal. Schauen wir mal, vielleicht können wir da hinten irgendwas Steinmäßiges finden. Was zappelst du schon wieder so? Hm? So. Ja, ja. Komm her. Aber der hat wenigstens ein Stück Eisen noch fallen lassen, ne? Schauen wir mal, was wir da noch finden. Haute ist auf jeden Fall immer gut. Schauen wir mal, es wäre schon jetzt schlecht, wenn wir noch den einen oder anderen Stein finden hier. Können wir vielleicht auch ein Podest hinbauen, wo ich mich dann oben drauf stelle, um das Ganze so ein bisschen zu beobachten. Okay. So, geh auf die 5. Ich finde es cool, wie sich die Blöcke auch zerstören. Das finde ich im Übrigen bei Entschuldigung, bei Icarus total gut, wie man da die Sachen abbauen kann. Ist das Eisen? Nee, ist kein Eisen. Doch, das ist Eisen. Oh, schön. Oh, da ist wieder dicker. Das ist wieder so ein, das ist ein Metzger oder sowas, ne? Der wirft wieder mit... Mit diesen Hackemessern wirft der. Gut, mit dem will ich jetzt halt nicht unbedingt. Von daher, geh mal auf das Messer. Wir machen mal hier die Dinger noch. Seit wann geht's da in die U-Bahn runter? Kenne ich die U-Bahn? Oh, cool. Wahrscheinlich steht er deswegen da, weil die U-Bahn wahrscheinlich ein richtig gutes Loot-Zentrum ist. Ja, komm ruhig her. Was für den Busch gut ist, ist für dich auch gut. Wie sie manchmal röcheln, ne? So, aber Steine wären das, was ich jetzt noch brauche. Nimm mal den Bogen. Oh, verdammt. Ja, sag mal. Wieder eine Pfeilverschwendung, ne? Alles aufheben. Haben wir da irgendwas drin? Nee. Ich will noch nicht darunter. Das sind immer so Spezialausflüge.
So, wir machen jetzt erst einmal das Ding kaputt. Ich muss dann bloß einmal schauen, wie viel Stein ich jetzt halt einstecken habe. Mal ganz kurz ins Inventar. Weil wir brauchen Steine, nicht Felsbrocken, ne? Das heißt, ich muss eigentlich mehr am Boden die Dinge aufpflücken, ne? Mann, Mann, Mann. Ja, das ist Müll. Tun wir mal die Dinge noch farmen schnell. Es gibt immerhin Forschungsmaterial und das ist ja auch wichtig. Den da vorne könnte ich mal holen. Der große. Machen wir mal. Oh wow. Okay, was hat er gedroppt? Forschung, Schmiermittel, Stoff, Stück Eisen. Das ist ja immerhin etwas, ne? Soll man noch sagen, die sind für nichts gut, ne? Wow, Wahnsinn. Also anscheinend dauert es bis zu der Welle immer so ungefähr 2 Stunden. Weil ich habe ja den letzten Part eine halbe Stunde aufgenommen. Der ist jetzt auch schon fast eine halbe Stunde. Und wir sind jetzt, ja, noch nicht so weit, wie ich dachte, dass wir werden sein sollen, tun. ja. So, ich schaue halt mal, dass ich jetzt hier noch irgendwas loot. Manche machen das ja, dass sie dann quasi die Aufnahmen, dass sie die Sachen gar nicht aufnehmen, wenn sie am Looten sind. Manche YouTuber, die gehen halt looten und dann stößt man quasi wieder mit dazu, wenn die nächste Welle kommt. Aber ich finde, es gehört dazu. Man hat ja trotzdem hier ein bisschen nette Begegnungen, ne, mit der Nachbarschaft. Man lernt sich kennen, man kommt sich näher. Ne. Es sind nicht alle so kopflos wie jetzt er hier. Ich finde es nice. Schauen wir mal for sale. Die Häuser sind halt schon auch interessant, ne? Das ist klar. Ich habe jetzt eigentlich gehofft, dass ich noch ein bisschen mehr an Stein finde. Aber dann muss ich wahrscheinlich auch in andere Regionen, in andere Ecken gehen. Na komm. Ich habe jetzt gedacht, du gehst ein bisschen schneller. Auf jeden Fall Äste, ne? Das ist klar. Die sind manchmal lauter, als sie eigentlich sind, ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Also, das ist so ein Schreihals, der macht eh nichts anscheinend. Der schreit halt, aber das war's dann. Ich denke mal, verletzen kann er mich schon auch, ne, wenn er auf mich zustürmt, aber... Tadam, tadam. Hallo? Ach, du gehst gar nicht zum Zerlegen? Könnte das sein, dass das schon eins der Fahrzeuge ist, die man später auch mal fahren kann? Es soll ja im nächsten Update Fahrzeuge geben, ne, zum Fahren. Wenn man dann eben looten geht, dass man nicht immer Ewigkeiten irgendwie rumrennen muss. Ich meine, das Ding habe ich schon leer gemacht, aber es hätte zeigen können, dass da nochmal was respawned ist. Schauen wir mal noch ein paar Meter davor. Den LKW noch schnell zerlegen. Das Buch wird wahrscheinlich wieder das gleiche Questbuch sein, wie immer.
Spiel gespeichert, ist auch immer gut. Das haben wir schon zerlegt. Ui! Okay, dann werde ich mir den jetzt halt mal holen. Forschung. Ist halt immer 5 bis 8 Forschung, ne? Oder es sind immer 8 Forschung, das kann auch sein. Gleich nachladen, weil das Nachladen ist echt... Wenn du dann plötzlich dastehst, hast nur eine Patrone und musst dann doch ballern, dann ist auch blöd. Genau, alles mitnehmen hier. Häuser kann man ja, glaube ich, auch rein. Ne? Also zum Looten gibt es definitiv ganz viel. Auf jeden Fall. Dann mache ich ja mal auf jeden Fall noch ein paar Minuten. Dass wir dann beim nächsten Mal auch wirklich die Welle haben. Wir können ja mal gucken bei einem der Häuser. Oder wir können in die Polizeistation, was ich ja eigentlich auch vorhatte schon. Ja, das können wir mal machen. Gehen wir mal zurück, schauen wir mal kurz rein, sagen wir mal zu den Bullies hallo. Die freuen sich bestimmt auch, uns zu sehen. Ja, ich meine, immerhin, wir bauen genau vor denen ihre Haustür, also kann man schon mal nachbarschaftlich hallo sagen. So, Upgrade. Ja, Ziegel, ne? Das ist das ganze Geheimnis hier, Ziegel. Aber die kann ich halt nicht so leicht herstellen. Da brauche ich Stein dazu. Also ich kann jetzt mal 12 Stück machen. Das würde genau reichen für die 3 Plattformen da hinten. Stimmt's? 4 Stück brauchen wir, genau. So, dann das da. Vor allem, wir sind ja noch nicht fertig, ne? Wir müssen ja das Ganze dann auch noch auf Metall und sowas ausbauen. Ist ja dann auch noch das, was so heftig ist. So, viel Platz hast du nicht. Warte mal, schauen wir erst einmal hier. Kaninchenpelz, wunderschön. Da auch nochmal. Jawohl. So, schauen wir mal kurz dahinter. Oh, Reh. Das Arme. Irgendwie tun sie mir ja auch immer leid, die Tierchen, aber alles nehmen. Vogelei, Tierdarm. Haben wir gleich nochmal einen Hasen. Die Sachen kann ich jetzt halt quasi... Okay, dann würde ich sagen... Das Messer, weil das braucht ja auch ein Kaninchenpelz. Messer ist... Ja, im Grunde sollten wir das machen. Herstellen. Dich muss ich nur dann wieder reinlegen, ne? Wo bist du? Da. Messer plus 1. Dann auf jeden Fall der Bogen. Tja, und die Waffe geht nicht, ne? Aber wir könnten noch... nicht den Speer, die Holzfäller-Axt auch noch machen. Passt. So, die Spitzhacke muss ich halt dann wann anders machen, ne? Oh, so viel Zeug einstecken, das ist... Upgraden kann ich dich nicht, oder? Ne, da brauche ich immer noch 4 mal Leder.
Aber jetzt muss ich nochmal gucken, weil ich glaube. Nein. Nein, glaub nicht. Da. Da ist doch das Lederding dran. Bearbeitet jetzt. Ach so. Ja, okay, den Kaninchenpelz habe ich natürlich für die Upgrades da von den Waffen verwendet, ist klar. So, dann gehen wir mal da drauf. Ja, alles, was rübergeht, ist gut. Das kann ich ja eingesteckt lassen. Jetzt habe ich schon gedacht, das wäre wieder ganz. So. Hier tun wir vielleicht einmal zumindest ein paar Baumstämme rein. Wir tun mal ein paar Felsbrocken rein. Wir müssen mal die Klamotten raustun auch. Weil wenn ich Klamotten hier drin habe, die verbrauchen ja nur Platz, ne? Brechstange kann ich wegtun. So, MR16, RU74. Die unterscheiden sich eigentlich nicht wirklich. So, den Speer. Warte mal, die Mollys kann ich auf jeden Fall auch rüber tun. Ja, und den Speer eigentlich auch. Was soll ich den mitschleppen? Ich bin mit dem Messer tatsächlich schneller. Muss ich sagen. Schauen wir mal ganz kurz. Du kannst deinen Snickers reinhauen. Das ist auf der 8. Dann bist du da schon mal wieder voll. Dann nimm dein Messer in die Hand. Und dann gucken wir da mal ganz kurz rein. Tja, weiß man immer nie, wie lang, ne? Nimm mal deinen Bogen. Das Messer in die Hand nehmen. Meine, das sind mit Sicherheit einige drin hier. Ich will mich aber jetzt erst einmal nur in dem Gang hier umschauen. Er wollte schon ansetzen zum Schreien, ne? Ich hab's genau gesehen. Gucken wir uns einmal noch die Kisten da vorne an. Da sind wahrscheinlich auch Leute drin. Zomboide. Holz, Holzbrett, Nagel. Wunderschön. Holzbrett, Seil, Eisenbarren. Das ist doch super. Genau, da ist noch Munitionskisten drin, aber Munition habe ich gerade im Moment genug. Ja, ich würde sagen, wir machen dann das nächste Mal weiter. Da werden wir dann nämlich mal gucken, was uns hier erwartet mit dem. Hat jemand geschrien? Was uns da erwarten wird mit dem. Mit der Welle. Klopfst denn du? Ich sollte mir noch so Aussichtspunkte dahin machen. Keine Ahnung, wo die rumklopft. Die kann wahrscheinlich von außen gegen irgendwas dagegen klopfen. Halt. Erneut laden. Füttern. Sehe ich dich zufällig?
könnte sein, dass die da vorne an dem Ding rumbombert. Ah, okay. Ja, jetzt hat es endlich geschafft. Okay. Hier werde ich wahrscheinlich auch wieder eine Plattform hinstellen, wobei das wahrscheinlich nicht gehen wird. Vermute ich jetzt mal ganz stark. Der wurde aber schon hier von dem Ding erfasst, ne? Also... So, geh nochmal aufs Bauen, bitte. Genau, eine Flagge wolltest du auch hinstellen. Du hast nämlich noch keine Fahne hier. Und die Fahne, die machen wir jetzt halt einfach mal... Ja, genau, neben der Kochstelle. Dahin. So. Und dann würde ich sagen, von der Farbe her mache ich hier weiß. War die nicht schon weiß? Nee, ne? Jetzt haben wir eine weiße Fahne da und die blaue von unserem letzten Lager. Dann wissen wir auf jeden Fall, jawohl, hier müssen wir her. Gut, alles klar, dann würde ich sagen, haben wir es für heute. Ich bedanke mich jetzt schon mal für ein Like und für Kommentare und ich freue mich, wenn ihr dann beim nächsten Mal dabei seid, wenn die Welle kommt. Insofern, macht's gut, habt noch einen schönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende, was auch immer. Ciao, ciao.